Wollen wir jetzt dieses Bilderbuch lesen? Eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, so ein scheiß Bilderbuch zu lesen, aber das müssen wir wohl machen, um irgendwas anderes zu triggern. Es war einmal vor langer Zeit, Mukashi Mukashi, als in einem Dorf eine wirklich schöne Frau war. Oh, eine wirklich schöne Frau. Aber diese Frau hat mit ihrer Schönheit die Männer im Dorf zu ihren Sklaven gemacht und sie angewiesen, schlimme Dinge zu tun. Sie hat sie angewiesen, schlimme Dinge zu tun. Wie habe ich das denn jetzt zu verstehen? Schlimme Dinge? Ich dachte, das wäre ein Buch für Kinder. Und so schlimm ist es vielleicht für die Männer auch nicht gewesen. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall deshalb war das Dorf bald komplett vereinsamt und die Männer, also die Frauen der Männer und Kinder fast verhungert. Aha, dem Hungertode nahe. Dann wurde diese böse Frau von den Dorfbewohnern fernab auf einen Berg gescheucht. Aber die Frau hat nicht aufgehört, böse Dinge zu tun, geschweige denn hat sie fortnehmend ihre Gestalt verändert und wurde zu einem Geist. Oh. Die Frau, die zu einem Geist wurde, ist dann in ein, was hat sie dann gemacht? Das Zeichen kann ich nicht lesen. Na, wie dem auch sei, ich kann es aber deuten. Hat Kinder, die in den Wald gegangen sind, okay, vielleicht gefangen? Ich würde sagen, ja, die hat, das ist wahrscheinlich eine Leseart für fangen, die ich nicht kenne. Ja, ich kann auch nicht alles lesen, es tut mir leid. Auf jeden Fall hat es Kinder gefangen und sie in die Hölle geworfen. Und diese Frau wurde dann Kotoriobak genannt. Kotori heißt so viel wie kleiner Vogel. Also das kleines Vögelchen. Kleines Vögelchengeist, keine Ahnung. Bisschen bescheuerter Name, aber. Dann nennen wir es einfach mal Kotoriobake. Wurde diese Frau auf jeden Fall genannt. Und sie hat von ganz vielen Leuten die Kinder gefangen. Also ganz viele Kinder gefangen. Und die Männer des Dorfes haben im Wald diese Kotoriobake, diese Gespenst, wollten sie fangen und vertreiben und deshalb sind sie dorthin gegangen in den Wald. Aber niemand konnte gegen diesen Geist gewinnen. Aber an jenem Tag regnete es stark im Dorf. Es war ein feiner Regen, der fast so war wie Nebel, eine Art Sprühregen. Und an diesem Tag kam das Kotoriobake, dieses Kotori-Gespenst, mit dem Regen gemeinsam in das Dorf hinab. Wo sind meine Kinder? Wo sind meine Kinder? Wo sind meine Kinder? Mir reichen Kinder im Wald nicht mehr. Also gebt mir eure Kinder, gebt sie mir! Zu dieser Zeit hat sich nur eine Person im Dorf dem Geist entgegengestellt. Und seltsamerweise konnte der Kotori Obake, dieser Kotori Geist, diese Person nicht angreifen. Und dann schließlich hat dieser mutige Dorfbewohner einen blau leuchtenden Stein auf Kotori Obake geworfen. Und als Kotori Obake von diesem Stein getroffen wurde, hat sie geschrien und ist in den Wald geflüchtet. Renn, du Stück! Danach auf jeden Fall hat der Dorfbewohner, der den Stein auf Kotoriobak warf, dafür gebetet, dass der Geist nicht mehr ins Dorf zurückkehrt und auch keine Kinder mehr fängt. Und so ist es dann auch geschehen, dass Kotoriobak kein zweites Mal mehr zurückgekehrt ist. Und ja, schließlich kam es dann dazu, dass seither dieser besondere Dorfbewohner von allen Ogami-san genannt wurde, und dieser schaffte es dann, das Dorf fortan vor dem Kotori-Obake aus dem Wald zu beschützen. Ferner betraten auch die Kinder nicht mehr den Wald,
Und so konnte das Dorf wieder vollkommen zu seiner ursprünglichen Gesundheit wieder zurückkommen. Auch wenn ein Dorf nicht zu Gesundheit zurückkommen kann. Aber ist doch auch vollkommen egal. Das war also die Geschichte vom Kotori Obake. Was das nun jetzt mit dem Gespiel hier zu tun hat, weiß ich auch nicht. Aber ich nehme nochmal ganz stark an, dass wir es mit Kotori Obake noch irgendwann zu tun kriegen werden. Naja, wie dem auch sei, was haben wir jetzt hier gefunden? Nichts. Sind wir jetzt zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Hier sind ganz viele Dinge für die Feldarbeit. Okay, drinne. Wir speichern auf jeden Fall auf Plot Nummer 5. Haben wir jetzt irgendwas Schönes Neues? Ah, noch einen Schlüssel, den haben wir ja noch. Deshalb würde ich mal sagen, wir gucken mal hier jetzt rechts erstmal. Aber hier ist auch verschlossen. Deshalb führt uns unser Weg unvermittelt wieder zurück an die Tür. Und die können wir jetzt auch öffnen mit dem Schlüssel, den wir zuvor aus der Schublade haben. Hallo? Ist da wer? Nichts. Eine Kiste. Hier ist nichts in den Regalen drin. Was ist das? Ich kann es nicht mehr erkennen. Sieht aus wie ein umgestoßener Stößel. Oder sowas. Keine Ahnung. Hier sind reinlich ganz viele, hier lagern ganz viele Schriftstücke. Okay. Okay, hier sind Verträge vom Archiv aus Asagawa. Und hier sind Ordner mit ganz vielen Unterlagen, verschiedenen Unterlagen drin. Und hier liegt ein Album. Und sie blättert mal wieder im Album. Und findet dort drin alte Fotos. Da sind wir auch schon auf der richtigen Spur. Okay, auf fast allen Bildern ist ein Mann mit seinen Kindern und mit Personen drauf, die anscheinend seine Kinder sind. Und daneben auf dem Foto scheint ein Zettel mit den Namen der Leute zu sein, zu hängen. Also der Mann scheint allem Anschein nach Keiichiro zu heißen. Und die Kinder, Kenji? Ach, das ist dann der Vater, ne? Vater mit Opa also. Er sieht doch so ein bisschen meinem Vater ähnlich, oder? Ja, ist er ja auch. Stimmt doch da. So, ich muss noch ein bisschen hier nachgucken. Vielleicht kann das etwa... Wie, was kann das jetzt? Hier scheinen sich ganz viele nicht benutzte Bestecksachen zu befinden. In der Vitrine. Okay. Die schwere düstere Farbe des Himmels verdeckt das Funkeln der Sterne. Ach, das klang so schön. So schön poetisch gar mag man das nennen. Was habe ich denn das aus diesem Raum überhaupt gefunden? Habe ich jetzt was eingesammelt? Ich habe hier gerade noch gar nichts gefunden. Ah, okay. Fummeln wir halt hier nochmal rum. Ah, in den Unterlagen scheint ausführlich geschrieben zu sein, und zwar über die Nutzungsrechte dieses Grundstücks hier und dieses Anwesens. Und hier steht deutlich der Name von demjenigen geschrieben, der das Schriftstück hier geschrieben hat. Ah. Okay, also das Archiv scheint allem Anschein nach komplett dem Hausmeister jetzt zu gehören. Zudem in dem Falle, dass es keinen letzteren Erben mehr gibt, wird dieses Gebäude dem Dorf als Archiv gestiftet. Ah, okay, hier stehen die ganzen Formalitäten in Sachen Erbe. Und das hat geschrieben Kamisaki Keiichiro. Also ihr Großvater. So ist das also. Also deshalb stand auch auf dem Album der Name. Jedenfalls ist das hier der Ort, an dem mein Großvater war. Also ist das hier
die Heimatstadt von meinem Vater. Oh, wir kommen der Sache wirklich Schritt für Schritt näher. So, jetzt haben wir den Ordner wieder in das Regal zurückgetan. Ich möchte hier noch ein bisschen, ehrlich gesagt, möchte ich hier noch ein bisschen länger bleiben und noch ein bisschen hier rumsuchen. Aber ich muss jetzt erstmal hier aus diesem Gebäude wieder raus. Ich komme morgen wieder und erklär's dem Hausmeister. Oh. Okay. Irgendwas Funkelndes ist vom Regal gefallen. Boah, das funkelt aber mächtig. Im nicht existenten Lichtschein. Naja. Das sind... Okay, auf dem Boden sind drei... Amulette gefallen mit blau-weißlich funkelnden Stein drin. Ne? Ich möchte es ja zurücktun, aber ich komme nicht an den oberen Bereich des Regals. Okay, ich soll es jetzt erstmal mitnehmen und dann bei der Rezeption hinlegen. Aber Dennis, sie sind so schön eigentlich, ne? Warum leuchten die denn eigentlich so schön? Ja, jetzt haben wir sie erstmal eingesteckt. Können wir die untersuchen? Necklace, also Halsband. Kette. Halsband wäre... also Kette, gut. Und da sind blau-weißlich funkelnde Steine drin. Oh, wie schön! So. Na gut, dann gehen wir halt mal runter zur Rezeption. Hier können wir jetzt nicht rein, ne? Nee. Und legen den Stein auf das Pult. La 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 la. Oh, es passiert was? Uhu. Da rumpelt was. Von irgendwo kommen seltsame Geräusche. Oh nee, fuck. Ich sehe schon rechts ist die Sperre weg. Das heißt, wir können hier hoch. Was passiert? Sie bleibt stehen. Von dort hinten hört sie Geräusche. Oh, oh. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Tür, die man nicht öffnen sollte. Die ist ja riesig. Und dann noch in der Signalfarbe rot. Sieht ja fast aus wie die Endgegner-Türen bei Super Mario. Und von der anderen Seite der Tür kommen Geräusche. Aber sie ist verschlossen. Gott sei Dank, meine Liebe. Da solltest du nicht rein. Entschuldigung. Und dann redest du. Wer ist da? Von der anderen Seite der Tür scheint eine weibliche Stimme zu erklingen. Ich bin... wie soll ich sagen? Ich wollte was wissen und bin hierher gekommen. Also du bist nicht der Hausmeister, sagt die Person von der anderen Seite. Ich bin eher hier, um den Hausmeister zu suchen. Und du? Bist du der Hausmeister? Warum fragst du das? Die Frage ist dumm. Nein. Das bin ich nicht. Jedenfalls hol mich mal hier erstmal raus. Ja? Ja. Also ich habe mich versteckt und ich habe mich versteckt und wurde hier eingeschlossen und komme jetzt halt nicht mehr raus. Ach du meine Güte, was machen wir denn jetzt? In dem Fall sollten wir doch wohl den Hausmeister... Nein, der weiß davon nichts. Also, ich will nicht, dass er mich findet. Wenn das so ist, dann sollte ich vielleicht bei der Polizeidienststelle anrufen? Oh. Nein. Bei der Polizeidienststelle ist doch Herr Mochizuki. Das ist dann wahrscheinlich der Patrouillenbulle, den wir eben gesehen haben. Der ist auf keinen Fall. Wenn du den rufst, dann sterbe ich hier sofort. Ja, was soll ich denn dann machen? Okay. Aus einem Loch in der Wand kam eine Art Schlüssel. Okay. Was ist das? Damit kannst du den Schlüssel für dieses Zimmer suchen. Spinnst ja wohl. Wenn
die Person hinter so einer Tür steckt, die abgeschlossen ist, und nicht will, dass ich die Polizei rufe, geschweige denn, dass ich dem Hausmeister überhaupt Bescheid sage, der kann doch irgendwas nicht stimmen.